Das war's jetzt aber. Wir gehen definitiv erstmal in ein anderes Gebiet. Nachdem wir geplündert haben, natürlich. So, schauen wir doch mal. Gold nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Schmuck und Schriftrolle. Die nehmen wir auf jeden Fall immer mit. So. Und im Monat ein Level ab. Level 5 schon. Dann geben wir immer Schlösser öffnen nochmal 10% und List nochmal 10%. Also Schlösser öffnen 70% müsste auf jeden Fall für die meisten Ton reichen. Und für die, wo es nicht reicht, können wir immer noch Düner hier benutzen. List 50% ist so lala. Das heißt, als nächstes werden wir wahrscheinlich den List und fallenden Schärfen erhöhen. Taschendiebstahl benutze ich eigentlich fast nie. Weil der halt die Chance zu groß ist, erwischt zu werden. So, speichern und schnell zum Kartenrand. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der hohen Hecke, also dem Magierturm, Geschosskugeln zu kaufen gab und Pfeile. Ach, was soll's, wir schauen einfach an Nashkel vorbei. So weit ist das ja auch nicht weg. Da ist der Händler auch gleich am Anfang. Wir wissen wenigstens, dass er die hat. Außerdem ist da auch gleich ein Gasthof, wo wir uns ausruhen können. Weil so ist doch schon arg gefährlich. So, Nashkel. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie Super müssen sich Zeitpunkt. verteidigen. Aber es sind nur normale Wölfe? Ja. So weit, so gut. Ihr geht mal auf den Kleinen da. Ah, bisher hat keiner großartig Schaden genommen. Wäre auch komisch bei so einfachen Gegnern. Ja, kaum sage ich, das kriegt Karl eins auf den Deckel. Ja, so, so. Und Jahira? Nicht wieder von Tieren töten lassen, das hatten wir schon mal. Achso, sie prügelt wieder auf die ein. Ah, ja. Ihre Keule liegt immer noch irgendwo im Wald, ne? Also nicht mehr wirklich, aber sie lag mal im Wald. Sie braucht unbedingt auch eine neue Waffe für den Nahkampf, wenn die Kugeln ausgehen. So, da ist der Wolf. Oder Wildhund, wie auch immer. Na gut, weg hier. Wir wollen nach Nashkel. Wir wollen verkaufen, kaufen und schlafen. Zuallererst mal schlafen. Bist du Nube? Nein. Na, sehr gut. So, wir hätten gerne ein Zimmer. Adelig reicht, jupp. Und teilen wir mal hoch. Das werde ich jetzt auch wieder Zeit komprimieren. Wir sehen uns dann gleich in dem Geschäft von dem Händler nebenan. So, dann machen wir uns mal dran, die ganzen Sachen jetzt zu verkaufen. Mal schauen, was das alles so wert ist. Vor allem die Perle von der Nymphe interessiert mich. So, du hast nur die Questsachen. Genau. Er kriegt jetzt auch wieder 5 Goldmünzen. Vielleicht hängt es davon ab, wie viele er schon davon hat, also der Händler. Natürlich, wenn er schon 10.000 Wurfdolche auf Vorrat hat, dann will er keine neuen haben. Das könnte es auch erklären. So, die zweihändigen Schwerter können weg. Unsichtbares Entdecken. Nee, den werde ich behalten. Langschwert kann weg. Sie hat nichts. Perle, 100 Goldmünzen. Na gut, besser als nichts. Das kann auch alles weg. Und das war's schon.
2400 Goldmünzen. Hatte er noch was, was zu gebrauchen war? 2400 für ein Langschild plus 1. Ha. Ja, nee, aber dann haben wir kein Gold mehr, falls jemand stirbt zum Wiederbeleben und so weiter. Das lassen wir lieber. Kaufen wir lieber erstmal ganz viele Kugeln. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stacks. Das Ganze nochmal. Ja, Krampf im Finger, Krampf im Finger. So, fertig. Pfeile müsste sie eigentlich genug haben. Vor allem ist auf den anderen Charakteren, die sind ja auch welche verteilt, in deren Köchern. Ansonsten den Helm hat Shahira inzwischen wieder. Shahira braucht noch eine Nahkampfwaffe. Speer. Mir wäre eigentlich lieber was Einhändiges und ein Schild. Aber da kommt dann echt nur die Keule wieder in Frage. Na gut, Keule. So. Kriegst du erstmal deine Kugeln. Keule. Genau, die Pfeile kannst du immer hin. Die Spruchrolle zu dünner hier. Pfeile nach oben. So. Jetzt sind wir doch wieder gut vorbereitet. Aber wir gehen nicht zu den Banditen. Wir gehen auch nicht in das Gebiet, wo wir eben gerade waren. Das ist echt ein Zacken zu gefährlich. Wir schauen uns anderweitig erstmal um. Und zwar... Also das ist das gefährliche Gebiet. Hier sind die Diebe. Also hier wissen wir auf jeden Fall, dass diese schwierigeren Diebe sind. Was in den anderen beiden Gebieten hier ist, sind wir uns nicht sicher. Aber es ist anzunehmen, dass da auch die Diebe sind. Weil in einem Brief stand ja auch drin, dass in Paled Vale und Larswood die Diebe geschickt wurden. Also schauen wir uns das hier mal an. Und danach dann eventuell das. So lange, bis wir genug Gold und genug Level haben. Hin. Uns wurde nicht aufgelauert. Schön, schön. Dann lege ich mal los. Wir seid hier. Und Tote, die ja nicht angreifen. Schauen wir doch mal. Böses Entdecken. Zergal ist böse. Wer ist Zergal? Zergal das Zombie? Nee. Oh, Bruder Turm, warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. Huh. Wer ist Turm? Ah, der Tote ist Turm. Oh, zögert nicht um meinetwillen. Ein paar von den anderen haben sich... Haben sie vielleicht nicht gehört. Hä? So bleibt denn friedlich, wenn ich mich auch an Zeiten erinnere, in denen ihr eher gestorben wärt, als zu schweigen. Damals wird ihr lieber, warum erzählt ihr es ihnen nicht einfach selbst? Ich kann mich nicht mehr ganz so gut an alte Zeiten erinnern. Ihr da, was hat das zu bedeuten? Wer wagt es, mich zu unterbrechen, während ich mit meinen Angehörigen spreche? Ich mache euch einen Kopf kürzer, wenn ihr hier seid, um... Nein, ist's möglich? Bist du es, Vater? Es kann kein anderer sein. Wir sind erst 20. Ich denke nicht, dass du... Na gut. Du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Nein. Ihr habt mich mit jemandem verwechselt. Und ich glaube, ihr solltet ruhig mit mir kommen. In Berigos wird es schon Leute geben, die wissen, wie mit euch umzugehen ist. Ja. Nein, die Zeit hat dich vergessen lassen, genau wie alle anderen. Doch ich kann dein Gedächtnis wieder auffrischen und wir werden alle wieder eine Familie sein. Halte still. Nee, bestimmt nicht, wenn Nikomant das sagt. So, die werden jetzt alle aggressiv. Dann schnappen wir uns die mal einem nach dem anderen. Und was kommt da angeflogen?
Kann nicht gut sein. Oh, ist verpufft. Na gut. Gerugon versucht mal Untote vertreiben, auch wenn seine Stufe da nicht sehr hoch sein dürfte. Dann macht sie noch furchtbar, nur für den Fall, dass sie irgendwelche Furchtzauber spricht. Und Düne hier macht Schaden. Na, da kommt ein Person festhalten angeflogen. Das könnte übel werden. Zaubert schon mal weiter. Und die beiden wechseln auch auf ihn. Dann können sie ihn vielleicht unterbrechen beim nächsten Zauber. So, Gerugon wird festgehalten. Das ist nicht gut. Sollte Jahira mal anfangen zu heilen, nur für den Fall. Sonst kommen wir nachher nicht hinterher. Oh, sind das viele. Das ist gar nicht gut. Schön weiter heilen, schön weiter heilen. Die können sich nicht mehr bewegen. Das ist erstmal egal. Hauptsache er stirbt. Sie hat keinen Zauber mehr. Ah, na gut. So, und ihr beiden schwenkt jetzt auch auf ihn um. Ah, und das war's. Ach ja, das Gebiet ist also auch nicht so ganz das Wahre für uns. Irgendwas machen wir falsch. Das war doch der neueste Speicherstand, oder? Das ist 41, 21. 44, 10. Ja. Na gut. Also in das Gebiet gehen wir dann wohl doch erstmal nicht. Das ist schon ärgerlich, dass wir uns jetzt wirklich nicht so bewegen können, wie wir wollen. Na gut, versuchen wir mal unser Glück in Larswood. Hoffen wir einfach, dass die Banditen da ein bisschen umgänglicher sind. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Naja, aber es sind nur kleine Vieh. Sage ich jetzt und irgendeiner stirbt trotzdem. So. Ja, Dünen hier zum Beispiel. Nein. Oh, nein. So. Das sind nur Gibbelinge und ein paar Wölfe. Komm schon. Na also. Minsk, Level Up. Schön, schön. Das hatten wir vorhin im Kampf wahrscheinlich auch schon. Also im Kampf gegen jetzt. Hey, wo kommst du denn her? Du böse? Ja, das glauben wir dir glatt. Der hat noch einen Freund mitgebracht. Komisch, komisch. Jahira, was machst du da? Na gut. Bist ja auch Kriegerin, ist schon okay. Trotzdem komisch, dass sie so aus dem Nichts aufgetaucht sind. Aber 270 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. Was soll's. Jetzt aber weiter. Ah ne, Minsk, genau. Level up. Kein Fertigkeitspunkt leider. So.